Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei Fusion Gamers HD. Heute das Dual Commentary mit Mr. Boginator. Und ich würde mal sagen, er stellt sich jetzt erstmal vor. Ja, servus Leute, ich bin's, der Boginator. Und ja, ich bin heute eingeladen worden und freue mich natürlich riesig, dass ich hier ein Dual Game Commentary machen darf. Genau, das Gameplay, was ihr gerade seht, das ist vom Boginator erspielt worden und er kann euch erstmal ein bisschen was über das Gameplay erzählen. Ja, also mit dabei habe ich die Farmers mit Aufsatz, Vollmantelgeschoss und Rotpunktvisier, außer Feuerkraft und ruhige Hand. Ja. Perks habe ich ja eben gerade gesagt. Und Abschussserien habe ich dabei auf der 7 den Harrier, auf der 11 den Chopper Gunner und auf der 15 das Ja, EMP. EMP auch nicht so oft gesehen auf YouTube. Mal was anderes, deswegen dachten wir, nehmen wir das Gameplay mal. Und ja, wir wollten heute über die Unterstützungen, die uns Call of Duty eigentlich so bietet, reden. Zum einen ist es ja das Button Layout, also Taktik, Standard und was es da sonst noch alles gibt. Dann die Sensibilität und ja, ich würde sagen noch die Vibration, wie sehr uns das eigentlich beeinflusst und wie hilfreich das eigentlich ist. Und ich würde sagen, ich fange mal mit dem Standard-Layout an. Das ist eigentlich für die Anfänger eigentlich sehr gut geeignet. Für uns, sag ich jetzt mal, besseren Spielern ist es eigentlich nur nervig, wenn die anderen damit spielen, wegen dem Panic-Knifen. Weil man ja mit R3 ganz schnell sich einfach umdrehen kann, wenn einer hinter ihr steht und dann sofort knifen kann. Ja. Eigentlich sehr nervig dann für uns. Und sonst ist eigentlich die Steuerung bei allen gleich, außer halt das Knifen und das Hinlegen bzw. Hinhocken eigentlich nur vertauscht sind. Und ja, dann machst du mal mit dem Taktik-Layout weiter. Ja, das Taktik-Layout ist schon, wie du gesagt hast, eigentlich reißt, messert und auf R3 hinlegt. Was dann zur Folge hat, dass man natürlich wesentlich besser dropshotten kann. Dropshotten, für alle, die das nicht wissen, es handelt sich hierbei um die Leute, die sich sofort in den Matsch legen und damit ihre Angriffsfläche, auf die ihr sie treffen könnt, deutlich verringern und so. Genau, dann Womit mache ich mal natürlich ein weiter wesentlich mit der Linkshänder-Steuerung. Das ist eigentlich im Endeffekt auch dasselbe, nur halt alles links herum. Und zwar, wie ich hier gerade sehe, das ist halt das Messer auf dem linken Analogstick und halt das Sprinten bzw. das Atemanhalten auf dem rechten. Und natürlich die, wie heißt es, die. Wie man schießt und wie man reinvisiert, das ist natürlich auch alles vertauscht. Also so gesehen wie bei den Rechtshändern, nur alles auf der linken Seite. Und ja, dann würde ich mal sagen, du machst mal weiter mit dem Default Flip It, wie es bei mir jetzt auf Englisch heißt. Default Flip It, wenn ich mich alles täuscht, dann ist es doch das mit den R2 und Genau. R1 Tasten, was vielleicht für Xbox-Spieler recht interessant sein könnte, weil wenn ich mich da nicht alles irre, ist es ja für Xbox so, dass die mit R2 schießen, Ja, oder? ich habe einmal habe ich auf der Xbox Halo gespielt und da war es wirklich sehr komisch im Gegensatz zur PS3, weil man ja mit den hinteren schießt. Genau wie bei Autorennen fährt man auch mit den R2-Tasten eigentlich auch, also weiß nicht, wie es auf der Ja. Xbox heißt, glaube ich auch R2, auch halt zum Gas geben, aber das wurde ja mittlerweile auf der PS3 auch so umgewandelt, dass man jetzt mit R2 bei den meisten Autorennspielen auch Gas gibt. Ja. Denn das Tactical Flip It ist eigentlich dasselbe, nur halt wieder. Also im Endeffekt ist das eigentlich alles dasselbe, nur mit dem Equipment, also zum Usen und halt das in das Reinaimen und das Schießen ist eigentlich alles nur vertauscht auf R2 und L2. Und ja, dann kommen wir jetzt zur Sensibilität. Also die Sensibilität ist eigentlich ein großer Faktor eigentlich im Spiel, der eigentlich gut zu benutzen ist, weil sehr viele Spieler wissen halt nicht, auf welcher Sensibilität man spielen muss. Also ich spiele auf 4, das ist eigentlich für mich am besten, weil ich kann damit, manchmal habe ich auch das Gefühl, ist es mir zu schnell, dann schraube ich auch mal auf 3 wieder runter, weil wenn ich lange nicht gespielt habe, dann ist es bei mir halt so. Aber so kann ich halt am besten spielen. Und ja, auf welcher Sensibilität spielst du? Ja, also dass es auf verschiedenen großen Fernsehern auch unterschiedlich die Sensibilität rauskommt. Aber jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen, ich spiele auf Sensibilitätsstufe 6 meistens.
Klar, für irgendwelchen Quickscope-Battles ist es natürlich Na, das total spielt ihr hinderlich, auch auf 3 selbst. oder so zu spielen. Ja, dann spielen wir schon auf einer höheren Stufe, wie zum Beispiel 10 oder so. Und ja. Okay, dann würde ich mal sagen, die Videofrage in diesem Video ist, auf welcher Sensibilität spielt ihr denn? Also, ich sag jetzt mal beim normalen Spielen, nicht beim Quickscope und so, da machen ja die meisten eigentlich alles auf 10. Und ja, die Vibration zu guter Letzt, ja, die Vibration ist eigentlich, wenn man dazu noch ein Headset hat, eigentlich auch noch das A und O, was man dazu haben muss. Also, ich spiele jetzt ohne Headset und die Vibration ist eigentlich trotzdem schon sehr hilfreich für mich, weil wenn man aus, ich sag mal so, Ja. wenn hinter mir was explodiert, dann weiß man irgendwie durch die Vibration, wo der Gegner ist. Also ich weiß auch nicht, ob es Magie ist oder so, ich weiß es einfach nicht. Aber ich finde das halt sehr hilfreich. Ich habe das von Anfang an eigentlich nicht benutzt, aber mittlerweile habe ich das doch einfach mal angestellt und ich finde, das ist sehr hilfreich. Wie findest du das mit der Also, Vibration? dem kann ich mir nur anschließen und ja, lässt sich sagen. Ich hoffe, es hat euch Ja, interessiert, ein bisschen gefallen. wir werden halt das Video auf beiden Kanälen hochladen, also für Gamers HD und Mr. Genau. Buginator. Ich verlinke den Kanal auch unten in der Beschreibung. Mache ich auch. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.